Anfang der 80er Jahre schuf Mattel eine neue, fantastische Spielwelt, in welcher ein heldenhafter Hühne mit seiner Schar aufrechter auf das ultimativ Böse und dessen Gefolge treffen sollte. Masters of the Universe und He-Man in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist nicht wirklich leicht. Ist es relativ einfach mit dem Wort Magie. Es ist eine Zeichentrickserie. Es handelt sich um eine mittelalterlich angehauchte Fantasy-Welt mit Magie. He-Man ist ein sehr muskulöser Mann, wo halt nackt rumläuft. Viele Männer, die hart Workout gemacht haben. Nein. Also, man hat hier einen Bösewicht, der schon optisch ganz klar als Bösewicht zu erkennen ist. Das Geld fürs Ziel ist es halt, die Macht von Grayskull an sich zu reißen. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen und es gibt die richtig Bösen. Ja, wo einfach jeder das Ganze anders leben kann. Als ich jetzt erklären müsste, meiner Freundin beispielsweise. Ich würde ihr ein MyMac in die Hand drücken und sagen, hier, lies. Das Größte, was man sich eigentlich vorstellen kann. Jeder Master-Sammler kann das bestätigen. Das Gute siegt immer. Du hast jemanden, der schon aussieht wie der Good Guy. Dieser wilde Barbar, der aber voll korrekt ist. Ist es im Grunde, ist es ein Superman? Der immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse. Der klassische Kampf Gut gegen Böse. Das ist He-Man. Das ist der klassischste Kampf Gut gegen Böse, den man sich vorstellen kann. Bei der Macht von Grayskull. Wir haben die Kraft. Im Februar 1983 starteten He-Man und die Masters of the Universe ihren Siegeszug in Deutschland. Spielzeugriese Mattel hatte sich Ende der 70er Jahre die Star Wars-Lizenz durch die Lappen gehen lassen und war seither auf der Suche nach einer neuen Toyline für Jungs. Wow, look at all this gear! The action's here and you got all the gear! Big Jim Sports Camper. Die Welt von Eternia wurde erschaffen. Eine Sword and Sorcery-Umgebung voller mystischer Magie und uralter Technologie. Hauptheld der Masters of the Universe, oder MOTU, wie sie gerne abgekürzt werden, ist He-Man, der stärkste Mann des Universums, der in seinem Kampf für das Gute zum Vorbild vieler Kinder wurde. Sein ärgster Feind ist Skeletor, dessen unheimliches Design mit dem Totenschädel unter seiner Kapuze mindestens die gleiche Faszination auf die Zielgruppe hatte wie der strahlende Held. Dreh- und Angelpunkt in ihrem immerwährenden Kampf ist die geheimnisvolle Burg Castle Grayskull. Wer sie besitzt, beherrscht ganz Eternia. Selbstredend stehen auf beiden Seiten unzählige unterschiedliche Mitstreiter, Waffen und Fahrzeuge zur Verfügung. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel. Also ich glaube, mein kompletter Freundeskreis war damals MOTU infiziert. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals einen besten Kumpel, mit dem ich heute sogar noch befreundet, das ist ganz witzig. Und wir tauschen uns heute tatsächlich immer noch über Masters aus. Das ist sehr, sehr cool, dass sich das auch so lange gehalten hat. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, die ganze Nachbarschaft, diese ganze Gang, die man damals als Kind hatte, war komplett im Masterfieber. Ich glaube, in den 80er Jahren, 85, 86, 87, glaube ich, gab es keinen Jungen, sag ich mal, im vergleichbaren Alter, wie ich es bin, der nichts mit MOTU zu tun hatte. Wir hatten halt Masterfiguren zu Hause, mit denen wir gespielt haben. Und natürlich auch, wenn Freunde dazukamen, haben wir Masters gespielt. Ich erinnere mich aber an einen Freund, da sind wir immer, oder bin ich immer hingefahren zum Videogucken. Und da haben wir immer Masters oder He-Man Videokassetten reingeschoben und haben uns dafür nur getroffen. Wir haben uns ja getroffen, oh, jetzt gucken wir mal Video, jetzt gucken wir mal He-Man. Und dann haben wir Videorekorder angemacht. Die Eltern haben ihn angemacht und wir haben dann He-Man geguckt. MOTU infiziert war dann irgendwann auch mein Cousin. Mhm. Der hat dann auch nach und nach mehr Figuren bekommen. Und ein früherer Kumpel von mir war auch ziemlich begeistert von He-Man. Ob er jetzt Figuren bekommen hatte, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall haben wir immer, wenn er gekommen ist, gleich alle Masters ausgepackt,
hin und her, oben drauf und unten drunter und ja. Ja, He-Man kannten ganz viele Leute. Im Ghostbusters-Film ist das ja sogar drin. Ne? Im zweiten Teil, wenn die Ghostbusters bei den Kids da ankommen, who you gonna call? Und dann sagen die in der deutschen Version Muscle Man, aber im Original wird He-Man gesagt. In der englischen Fassung. Das ist auch sehr faszinierend. Der war wirklich überall. Ja, He-Man. Also ich hatte ein, zwei Nachbarskinder, die hatten auch Moto. Aber so der Schulkreis und so, die waren da nicht drin. Bei mir auf dem kleinen Dorf war es doch dann eher ich alleine, der große He-Man-Nerd war, der sich da voll mit beschäftigt hat, der so viele Spielzeuge hatte. Die anderen, die hatten immer so ein bis zwei Figuren und ein Fahrzeug vielleicht, aber haben sich dann doch mehr für Fußball interessiert. Und da musste man schon in die Klasse gehen und aus allen anderen Dörfern dann noch die Klassenkameraden treffen. Bei meinem Freundeskreis jeder. Also da gab es praktisch kein jungen Kinderzimmer, wo nicht die Comics rumgelegen haben, die Poster an der Wand gehangen haben, kistenweise die Figuren rum waren da, ohne was praktisch nicht vorstellbar. Soweit ich mich noch erinnern kann, und das weiß ich eigentlich schon noch, hatte bei uns wirklich jeder Masters of the Universe, die komplette Nachbarschaft. Also bei mir war es so, dass wirklich der gesamte Freundeskreis Masters of the Universe hatte. Jungen Mädchen, alle. Die hatten die Figuren, die hatten die Hörspiele, die Figuren lagen in Massen auf dem Spielplatz. Wir hatten halt direkt vor der Haustür einen Spielplatz und eigentlich haben sich jeden Tag da 10 bis 20 Kinder getroffen und haben gespielt. Und hat dann jeder nur eine Figur mitgebracht, weil sonst wäre alles doppelt gewesen, nein, oder? Wir haben das eigentlich immer ganz clever gemacht. Wir haben den Nachbarn gefragt, bringst du deine Figuren mit? Weil ich habe meine nie mit rausgebracht, die würden ja kaputt gehen. Ich hätte die auch nicht in den Sandkasten getan, ja. Man hatte ja nicht alle Figuren, aber wenn man dann mit 6 Jungs draußen gesessen hat und gespielt hat, dann hat man auf einmal fast alle Figuren gehabt und viele Fahrzeuge waren da und so konnte man halt die ganze Welt nachspielen. Was ich mich noch konkret erinnern kann, dass wir immer Masters of the Universe Figuren verstecken gespielt haben. Ein Freund von mir hat einen riesigen Garten, also das Haus der Eltern, und da wurden dann die Masters of the Universe Figuren im Garten versteckt. Die anderen mussten wegschauen und dann ging die Sucherei los. Wundert mich jetzt noch, dass da nie eine Figur verloren gegangen ist, aber das war immer ein Riesenspaß. Es gab wirklich die Freunde, die hatten genauso Figuren wie ich, aber es gab auch, die hatten gar keine Figuren, wirklich so. Aber ansonsten hatten wir das auch, also im ganzen Freundeskreis. Freunde auch so Figuren? Ja, der Tobi hatte damals auch Figuren, der Thomas Wahler und sowas, hatten schon viele, ja. Auch zu einigen, wo ich heute noch Kontakt habe. Und einer, also praktisch habe ich wenig Kontakt, aber der sammelt natürlich auch noch. Der ist auch noch dabei. Dem darf ich dann immer mal wieder die neueste Wave von den Origins dann vorbeibringen, wenn ich meine Eltern besuche oder so. Wenn der mal was Neues gibt, bringt man dem was mit. Ich glaube, bis außer meiner Nachbarin, die alles voller Moto hatte, hat das damals wirklich in meinem Freundeskreis wirklich keine Rolle gespielt. Da war ich eher so der Außenseiter mit dem Spielzeug. Aber nach und nach kamen die Kinder dann zu mir nach Hause und wollten mit meinen Figuren spielen, weil sie dann doch gemerkt haben, dass Moto doch ziemlich cool ist. Ich habe eigentlich immer nur mit ein und derselben Person immer He-Man gespielt. Das ist, heißt, diese He-Man-Geschichte verbinde ich auch immer sehr mit dieser Person, weil das war, ja, wir haben uns nachmittags getroffen und haben dann mit He-Man-Figuren gespielt und dementsprechend ist diese eine Person für mich sehr wichtig in Bezug, aber na klar, jeder, wenn ich zu einem Freund nach der Schule gegangen bin oder sowas, auch der hatte He-Man-Figuren und wir konnten, ne, das war zu der Zeit, gerade Mitte der 80er, war das so, da gab es das überall. Ich denke mal, es gab kein Kind der 80er Jahre, was Masters of the Universe nicht kannte. Und ich denke mal auch mal so 95-99% konnten auch wirklich was damit anfangen, halt wegen dieser Vielseitigkeit an Spielzeug. Die Charaktere, die Fahrzeuge, die Hörspiele dazu, die TV-Serie. Also damals hat man alles richtig gemacht und ja, das begeistert uns bis heute. We have a prisoner. Good. Who's the prisoner? You are, as we have the power. Oh no. Ihr neuer Maßstab und die neue Ready-for-Action-Pose waren nicht die einzigen Merkmale, die den Masters einen hohen Spielwert verschafften. Figuren, Fahrzeuge und Playsets wurden mit speziellen Action-Features ausgestattet, kreativen und häufig innovativen Funktionen, die sicherlich ebenfalls einen Anteil am Erfolg von Moto hatten. Die ersten Charaktere waren lediglich mit einer federnden Hüfte ausgestattet, die einen Power-Punch ermöglichte. Danach
Danach folgten aber beispielsweise Zauberrüstung He-Man, dessen Brustpanzer sich selbst reparierte, Cobra Khan, der Nebel versprühen konnte, Webster mit seiner Kletterausrüstung oder der Dragon Walker, ein Fahrzeug mit motorisiertem Zirkelschritt. New Dragon Walker Vehicle for use with most Masters of the Universe figures. Action figures each sold separately. From Mattel. Ich habe eine Kiste mit bespielten Toys von meinem Cousin bekommen, weil ich bin ja Mitte der 80er geboren und das heißt, ich habe dann die Spielsachen dann so gegen Ende der 80er von meinem Cousin bekommen, als der dann eigentlich schon zu alt war für die Figuren. Und dann waren die zwar schon relativ bespielt. Wenn ich jetzt aber eine Figur rauspicken müsste, die für mich so am prominentesten ist und die mir jetzt als erstes einfallen würde, dann wäre das der Battle Armor He-Man. Zu der habe ich einfach einen besonderen Bezug. Ich weiß natürlich, dass ich mit Freunden damals gespielt habe, dass ich meine Eltern angebettelt habe, dass ich wieder neue Figuren bekomme, die sie auch zum Geburtstag, zu Weihnachten und zu anderen Festen bekommen habe. Aber wirklich den ersten Moment, die erste Figur, das erste Mal, dass ich einen Cartoon-Comic gesehen habe, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich erinnern. Richtig klasse, dass ich diese Burg gekriegt habe. Und das war dann auch gegessen, das Geschenk für mich, beziehungsweise Weihnachten für mich. Es gab nichts anderes mehr an dem Abend. Ich habe nur noch mit Castle Grayskull, Trapjaw, Skeletor gespielt und das ging tagelang so. Mein erster Berührungspunkt mit Masters of the Universe war damals bei meiner Tante. Die hatte Spielzeuge, sie war 12, 13 Jahre alt, ich war 5, 6 Jahre alt. Und da hatte sie so ein paar Figuren und mit denen habe ich gerne gespielt. Ich stand in einem Spielzeugladen und das war tatsächlich so dieses Klassische. Da war eine Stirnseite von so einem Verkaufsding, Stangen und den Figuren, die hingen da. Und ich stand davor und guckte das an und sagte, boah. In dem Spielzeugladen hatte man auf einmal Castle Grayskull und verschiedene Motofiguren aufgebaut. Und ich musste eigentlich jeden Tag, nachdem man mich im Kindergarten abgeholt hat, an diesem Laden vorbei. Das war sehr einladend. Also genau so hatte man sich dann gewünscht, dass es dann zu Hause auch aussieht. Nach der Schule hatte ich immer so eine gewisse Zeit, um auf den Bus zu warten. Und diese Zeit habe ich dann immer in dem Spielzeugladen verbracht und habe dann vor dieser riesen He-Man-Wand gestanden und mir die Figuren angeguckt. Ja, mein erster Berührungspunkt war tatsächlich kein freudiger. Weil ich im Karstadt vor dem Riesenregal war und gerne so eine Figur haben wollte und meine Mutter mir den einfach nicht gekauft hat. Aber sie hatte den Hintergrund gehabt, mir den dann zum Geburtstag zu schenken. Ich glaube, das war tatsächlich, als meine Nachbarin zum Spielen zu mir kam, hat die auf einmal diese He-Man-Figur mitgebracht. Der erste Berührungspunkt hat damals angefangen im Kindergarten schon. War tatsächlich bei einem Kindergartenkamerad, Freund, wie auch immer. Da hatte ein Battle Cat. Und wo ich den das erste Mal gesehen habe, das hat mich so fasziniert, diese Farben und diese, das was Neues, das hat mir so gefallen und seitdem bin ich ein Masters-Fan. Wann waren das? 82, 83? Ab da war es dann eigentlich geschehen. Da kamen immer mehr dazu, die Burgen kamen dazu. Und so war man dann halt immer da drin. Und es hat sich bis heute nicht gelegt. Also der erste Berührungspunkt mit He-Man und Masters of the Universe war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr ganz so cool war, also wo es gerade so ein bisschen am Ausklingen war, das war Ende der 80er, ich bin 84er Jahrgang, lass es so 89, 90 gewesen sein, da gab es dann schon die Ghostbusters, da gab es dann schon die Turtles und He-Man stand schon eigentlich in der eine Reihe dahinter so, auch wenn es ne, ein paar Jahre vorher noch die Prinks, aber Kids sind erbarmungslos. Aber wenn man mal so eine He-Man-Figur in der Hand hatte, dann war es schon was ganz Besonderes. Man hat gemerkt, hier irgendwie, die haben tausende von Ideen und da gibt es einen, der fühlt sich so an und den einen kann man in Stein verwandeln, einer spritzt Wasser und einer kommen die Augen raus und ne, und dann weiß ich noch, dass bei mir es gar nicht so sehr die Cartoon-Serie war, wo ich den Zugang gekriegt habe, sondern bei mir war es vor allem das Spielzeug. Ich war noch sehr klein. Meine Oma hat auf mich aufgepasst und meine Mama und mein Papa sind auf den Trödelmarkt gekommen und sie kam zurück mit zwei He-Man-Figuren. Das waren Webstore und Zorik, beide ohne Rüstung. Ich bin Jahrgang 72 und war ein bisschen zu alt für He-Man am Anfang. Ich habe mich eher auf Star Wars konzentriert. Aber ich habe ihn dann ein bisschen näher kennengelernt, tatsächlich über meinen Lieblings-Superhelden Superman.
weil es nämlich ein Crossover gab mit He-Man und Superman. Stimmt. Und man konnte He-Man eh nicht entkommen. Du hast überall die Masters of the Universe gehabt. Ja, 81 geboren und da war Masters of the Universe ein paar Jahre später in Deutschland natürlich ein Riesenthema. Und ich glaube sogar, dass He-Man meine erste Actionfigur gewesen ist. Und als ich herausgefunden habe, dass sie Big Jim Sachen wiederverwendet haben, das war nämlich meine Toyline damals, stimmt, auf die ich richtig abgefahren bin. Den Tiger und der den Tiger Adler. Und der Adler. Unter anderem haben mich dann, also das war das, was mich im Nachhinein dann einfach so ein warmes Gefühl ausgelöst hat, weil ich gedacht habe, da wird was fortgesetzt, was ich geliebt habe. So. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war tatsächlich dieses Two-Pack von He-Man und Skeletor mit der Hörspielkassette. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich kann mich da auf jeden Fall dran erinnern, dass das ein ganz großer Moment war, wo ich dieses Pack bekommen habe. Ich denke, das war tatsächlich der erste Berührungspunkt mit den Toys. Im Jahr 1985, da habe ich dann das erste Mal überhaupt von den Masters was gesehen in Form des Steig ein in die Welt der Giganten-Sets. Das war natürlich für viele damals der Einstieg in das Ganze, weil da hast du dann alles rund, das Rundum-Sorglos-Paket erstmal gehabt. He-Man, Skeletor und eine Hörspielkassette, genau. Und ich hatte das Glück jetzt, jetzt müsste ich aber lügen, ob das Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres war, zwei so Sets zu bekommen. Leider kein deutsches, aber ich glaube, doch ein holländisches und ein französisches. Sehen trotzdem gut aus. Ich war irgendwie total fasziniert von diesem Totenkopf, diesem gelben Totenkopf auf dem blauen Körper. Und wir hatten einen kleinen Spielzeugladen bei uns um die Ecke. Und dort musste mein Vater mit mir dann hin, wie es halt klassisch ist. Und ich habe meinen ersten Skeletor bekommen. Und tatsächlich war die zweite Figur dann natürlich He-Man. Der dürfte da im Bunde nicht fehlen. War es das halt einfach schon mein ganzes Leben wegen dem Papa. Und ja. Aber ja, klar, es war ein allgegenwärtiges Phänomen damals. Das hat jeder irgendwie gehabt. Die einen mehr, die anderen weniger. Und da hat man sich Samstag früh immer getroffen und es, weiß gar nicht, ob es da lief, es auf Tele5, war das Tele5? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, da haben wir das dann anguckt. Und damals hatte ja noch nicht jeder Kabelfernsehen oder 30 Programme, da musste ich dann zu demjenigen pilgern, der das hatte, weil einen hat es immer gegeben im Freundeskreis. Genau, so war das, ja. Nicht so einfach wie heute, Netflix, zack, klick und oh, kann angucken, was ich will. Zum Zeitpunkt der US-Markteinführung Anfang 1982 ließ sich die Rahmenhandlung bei den Masters grob in etwa so zusammenfassen, dass Skeletor dem in zwei Hälften geteilten Zauberschwert hinterherjagte, um Zugang zu Castle Grayskull zu erhalten. Den finalen Schliff erhielt die Hintergrundstory erst durch die 130 Episoden umfassende Cartoonserie von Filmation. In den USA im September 1983 gestartet, fügte sie viele Elemente hinzu, die weltweit in andere Medien einflossen und die bis heute untrennbar mit der Marke assoziiert werden. In der Trickserie ist He-Man die geheime Doppelidentität des verträumten Prinzen Adam, der, wann immer Gefahr droht, das Zauberschwert erhebt und sich mit den magischen Worten »Bei der Macht von Grayskull«, ich habe die Kraft in den unerschrockenen Helden verwandelt. Nur drei andere kennen dieses Geheimnis. Seine Freunde Man-at-Arms, die Sorceress und Orko. Die beiden letztgenannten Hauptfiguren, also die Hüterin von Grayskull und der schwebende trolanische Zauberer, haben ihren Ursprung ebenfalls bei Filmation. Stahlplatte, flieg fort! Tada! Orko? Ich weiß nur, dass es immer schief gegangen ist. Jeder kann zaubern wie Orko, also ist jetzt auch nicht besonders schwer, oder? O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Decke weich und heimelig, komm herab und wärme mich. So, und schon schützt die Decke der Höhle. Ja, stimmt. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ich so zaubern kann wie Orko, aber ich krieg den Spruch auf jeden Fall hin. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Also aus den Hörspielen ist natürlich einer der beliebten, würde ich mal sagen, ist der O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand, eine Biene süß und klein, husch in Petals Nase hinein. Ob ich wie Orko zaubern kann? Na klar. Ja, ja, Orko aus dem Zauberland, ja klar, das kennt man. Na klar, ganz einfach. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand.
ich will mir nicht anmaßen, so zu sein wie der größte Zauberer. Der größte Zauberer des Universums! Nein. Alle Schurken sind so gar nicht nett. Drum habe ich jetzt eine Vintage-Sammlung, ganz komplett. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Twistoid und Flying Fist Seaman auf US-Karte zu finden ist schwer. Wer sie hat, gibt sie bitte her. Hat's funktioniert? Ob ich zaubern kann wie Orko? O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ob Hackebeil, ob Angelschnur, ich zaubere euch eine Figur. Also habe ich eine Zipfelmütze auf und rote Ärmel? Nein, also lasse ich es lieber, weil es kann nur schlecht werden. Habe ich jetzt eigentlich kein Präsent, weil die schaffe ich irgendwie, die fand ich irgendwie immer doof. Und deswegen, auch wenn ich es heute noch her, schaffe ich das irgendwie sehr gekonnt auszublenden. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Es kommt allerdings nur aus den Hörspielen. In der Filmation-Serie hat er das nicht gemacht, da hat er nur so gemacht. Hat funktioniert. Orko. Nicht gemerkt? Guck jetzt mal in der Portemonnaie. Janis, kannst du zaubern wie Orko? Gott sei Dank nicht. Oh, ich auch nicht. Orko aus dem Zauberland, reich mir deine Helfende rein, dass die Hoffnung mich nicht trüge, entlarve Trojan der geheimen Lüge. Glaube ich ungefähr. Ja, so ich will mich jetzt, will mich, ich will es aber kein, jetzt nicht auf, ein, auf eine Silbe mich da festlegen. Du, ich war ganz schlecht auf Weihnachten reimen oder sonst irgendwas. Ich habe vom Nikolaus immer mit der Rute bekommen, weil ich nichts drauf hatte. Also hätte ich jetzt einen ganzen Zauberspruch aufsagen müssen. Ja, sorry, das. Ich will ja nicht, dass immer Schlimmes passiert hier. Das geht ja nicht. Ich glaube, den aus den Hörspielen kennt ja jeder. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Heute spiele ich gerne Bass. Draußen gibt's Bananen und Mast oder irgend sowas. Weiter. Gute Frage, weiter. Kreativität. Danach war ja eigentlich immer dann die Reimerei, ne? Auf das, was es rauskam. Ich kann nicht reimen, sorry. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand, wonach Bedienstete vergeblich suchen. Ich habe es hier, ein Stückchen Kuchen. Oh je, seht ihr? O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Hex, Hex. Nee, der reimt. Das Interview ist jetzt aus, denn draußen wartet ein Gaumenschmaus. Rührei zaubern. Rührei zaubern. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, schaut bei Planet Eternia rein. Orko! Auch wenn es vielerseits Vorbehalte gegen einen Cartoon gab, in dem He-Man und seine Freunde mit Schwertern, Streitäxten und Laserkanonen gegen Skeletors Monster kämpfen, lag die eigentliche Stärke von Filmation darin, die auftretenden Konflikte möglichst nicht durch Gewalt, sondern durch Besonnenheit, Friedfertigkeit und andere moralische Tugenden zu lösen. Ich meine, nicht, dass er der stärkste Mann des Universums ist, macht He-Man zum Helden. Passt immer gut auf. Wir sind uns bewusst, dass es sehr viele Menschen gibt, die das mit Sorge beobachten. Da gab es ganze Elternverbände, die Sturm gelaufen sind vor der ersten Produktionsstunde. Das ist gewaltverherrlichendes, schreckliches und so weiter. Geht gar nicht. Wir wollen weiter Hanna-Barbera-Cartoons und liebe Sachen für die Kinder. Und dann hat Lou Scheimer gesagt, gut, dann machen wir das ganz einfach so. He-Man wird niemals Gewalt gegen ein lebendes Wesen ausüben. Es gibt keinen On-Screen-Schlag, Tritt oder gar mit dem Schwert irgendwas. Niemand kommt dauerhaft zu Schaden. Wenn He-Man Beastman packt und wegschleudert, sieht man immer, ach, er landet in einer Pfütze oder in einem Sumpfgraben, Matsch, wie auch immer. Er ist wohlauf, es ist ihm nichts zugestoßen und so weiter. Ja, die Moral am Ende der Cartoon-Folge, die nur deswegen da ist, weil He-Man sonst zu brutal gewesen wäre. Der durfte ja nicht mal ein Bäumchen ausreißen, da gab es gleich Ärger. Gleichzeitig haben sie dann diese Moral am Ende der Folge noch eingeführt, als zusätzliches, sozusagen beruhigendes, liebe Eltern, es ist gar nicht so furchtbar. Also ich habe nie Drogen genommen in meinem Leben, ich habe ja bis heute noch nicht mal gekifft. Vielleicht habe ich das nie wegen He-Man, ich weiß es nicht. Aber vielleicht habe ich nie gekifft oder irgendwas anderes genommen wegen He-Man. Das kann gut sein, ansonsten hat es meine Liebe für Spielzeug sehr gefördert. Das hat es definitiv. Also
dass es eine positive Wirkung oder vielleicht auch eine negative Auswirkung auf meinen Geldbeutel hatte. Aber so das Phänomen He-Man und das, was die Toyline bedeutet für die Entwicklung von Spielzeug, da hat es mich unfassbar krass drin geprägt. Das ist natürlich aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse einen Einfluss hatte. Vielleicht auch die Moral am Ende des Cartoons, wobei ich es eigentlich nicht glaube, weil ich fand ja immer schon die Bad Guys besser, bin aber trotzdem jetzt kein Gangster geworden. Also von dem her... Ich glaube schon, dass Kinder das unterbewusst wahrnehmen. Also eben, was es sich, sei es die Moral, keine Drogen zu nehmen oder eben nicht gemein zu anderen zu sein und sowas. Ich glaube schon, dass wenn man Kind ist, dass man das unterbewusst sehr intensiv wahrnimmt. Gerade wenn es jemand sagt, der einem... den man bewundert, den man cool findet. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann so ist. Ich denke, dass die Moralpredigen gerade am Ende der Cartoon-Serien, da hört man als Kind, glaube ich, eher hin, wie wenn Mama und Papa das sagen. So die ganzen Sachen, ja, das hat sich eingeprägt, wenn man gesagt bekommen hat, ja, heute hat ja Orko gelogen und das war nicht so toll. Ich glaube, das hat mehr gewirkt, wie wenn meine Mutter mir gesagt hat, hey, du sollst nicht lügen. Die Eltern, wenn die irgendwas sagen, hör auf damit, mach das nicht. Da können sich die Eltern den Mund fusselig reden. Ne? Das kommt einfach nicht an, so, ja, Quatsch, tun wir. Aber wenn das jemand sagt, ob das jetzt eine reale Person ist oder nur eine Zeichentrickfigur, zu der man aufschaut, die man als Held wahrnimmt, da hat das ein ganz anderes Gewicht, auch wenn er genau das Gleiche sagt wie die Eltern. Also würde ich mal schwer behaupten, als Kind mit Sicherheit. Das war schon eine tolle Sache und hat mich positiv bestärkt, sagen wir mal. Man nimmt sich hiervon was weg, davon weg. Und da werden garantiert auch die Masters irgendwo mit inbegriffen sein. Weil man holt sich ja nicht nur eine Inspiration aus einer Quelle. Das wäre ja so, als wenn man nur auf seine Eltern reagieren würde. Man hat das ganze Umfeld und da pickt man sich das raus, was man meint, für sich selbst als positiv zu sehen. Also als Kind war das schon toll, dass am Ende in jeder Filmations-Folge nochmal einer der Hauptprotagonisten der jeweiligen Folge nach vorne kam und nochmal gesagt hat, seht ihr, man muss auch mal so und so. Das fand ich schon geil, aber das war, glaube ich, eh so ein Filmation-Ding in der Zeit, weil bei anderen Serien haben sie es ja auch gemacht. G.I. Joe auch. G.I. Joe hat es auch gemacht, genau. Also... geprägt würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich denke schon, weil auf Eternia, da gab es ja wirklich alles an verschiedensten Rassen und Formen und alle haben gleichberechtigt gehandelt. Die Frauen haben neben den Männern gekämpft und waren genauso gefährlich wie die Kerle und alle sind gleich behandelt worden und natürlich die Guten haben für Gerechtigkeit und für die Freiheit gekämpft und ich glaube, das hat mich durchaus auch geprägt. Natürlich kann man immer sagen, so, ja, da gab es ja im Cartoon und so und auch in den Hörspielen manchmal diese unterschwelligen Botschaften, wo man so, geh nicht bei Rot über die Ampel und sei lieb zu deinen Klassenkameraden und behandle alle Menschen gleich und so. Aber jetzt zu sagen, ob das in meiner Kindheit dann Einfluss auf mich hatte, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, ist unheimlich schwer zu sagen, weil vieles von diesen Sachen, die man da im Cartoon oder von He-Man lernen konnte, hatte man ja unter Umständen vielleicht durch Familie oder durch Kontakt mit Freunden oder in der Schule oder so auch schon mitgekriegt. Und ob du dann sagst, so, ja, aber wenn ich He-Man nicht gesehen hätte, dann würde ich heute, wäre ich heute hier... Anführer von einer Drogengang oder sonst was, keine Ahnung, also sehe ich nicht. Also bei mir war es dann auch eher so, das, was He-Man und die Masters getan haben, das war nicht prägend, sondern das war ähnlich dem, was meine Mama mir erzogen hat. Und das war dann halt schön zu sehen, dass das, was sie mir gesagt hat, wohl auch zu stimmen scheint. Ich gehe davon aus, bewusst können die es nicht sagen. Allerdings durch die positiven Messages in der Cartoon-Serie, die am Ende immer kamen, also immer nach dem Cartoon, kam dann diese kleine Message von einem Charakter, der sagte, hey, habt ihr gesehen, heute in dieser Folge, wenn ihr mal schwach seid, dann nehmt keine Substanzen zu euch, sondern vertraut auf eure innere Stärke oder nehmt keine Süßigkeiten von Fremden an oder was auch immer, immer so einen guten Ratschlag und das in jeder Folge, das war schon echt... witzigerweise eine Sache, wo man sich darauf gefreut hat, das weiß ich noch. Das habe ich nicht mehr gebraucht. Also das war so,
Ja, ich habe die Moral schon während der Folge verstanden. Ich muss es nicht nochmal als gesprochenen Satz dahinter haben. Ich glaube nicht, dass mich He-Man jetzt besonders irgendwie geprägt hat. Ich glaube, da waren andere Sachen viel, viel entscheidender. Aber es gehört natürlich einfach dazu. Und alles, was ich in meiner Vergangenheit gemacht und getan habe, prägt einen ja für die Zukunft. Und da gehört He-Man natürlich auch dazu, genau wie andere Superhelden. Aber He-Man ist halt, war damals und ist jetzt halt einfach ein wichtiger Teil von meinem Leben. Ja, ja, ich denke schon, dass He-Man was bewirkt hat und immer noch bewirkt. Ne? Also ich kann es jetzt mal auf die heutige Zeit projizieren. Ist für alle nicht gerade einfach. Die Welt ist so ein bisschen außer Fugen. Und was kann es da Schöneres geben, als sich ab und an mal in sein Hobby zurückzuziehen, Masters of the Universe, mal eine Hörspielkassette zu hören, mal mit Gleichgesinnten auszutauschen oder sich einfach seine Sammlung anzugucken und an die guten alten 80er Jahre zu denken. Ich denke mal, das macht ein gutes Gefühl und darum sollte es auch gehen beim Sammeln oder generell bei Masters of the Universe. Da ich heute mein Lebensunterhalt zum Teil mit davon verdiene oder bestreite, würde ich das sagen, dass es mich positiv geprägt hat. Ja, also weil ich finde einfach He-Man cool. Oder was soll ich da jetzt sagen? Genau. Ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll. Ab nächste Woche geht er ins Fitnessstudio. Wer soll He-Man? Ne, du. Ach so. Damit du so Muckis kriegst. Ah ja, wieder ja. He-Man. Der He-Man. Ich hab mal gesagt, aber das war auch die Wahrheit, der ist ein richtiger Muskelprotz. Ich glaube schon, dass er mit einem guten Beispiel rangeht, aber... Möchtest du so sein wie He-Man? Nö. Nee? Warum nicht? Weil als erstes, ich muss eine Geheimidentität geheim halten. Ja, du kannst nicht lügen, ne? Das weiß ich. Ich kann überhaupt nicht lügen. Und zweitens, ich mag nicht so gerne rumzukloppen. Aber He-Man ist ja richtig stark. Wärst du gerne so stark wie He-Man? Nö. Nö. Oh, also nein. Ich hoffe, dass der Vater ein größeres Vorbild. Bei der Markteinführung bestand Eternia lediglich aus den aufwendig gestalteten Artworks der Spielzeugverpackungen und den Minicomics. Diese waren quasi in letzter Minute von Mattel erdacht worden, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, den Kindern die Rahmengeschichte zu erklären. Mit dem ständig wachsenden Spielzeugsortiment, aber vor allem durch die Einführung des Cartoons, entwickelten sich die Geschichten dieser kleinen Heftchen stetig weiter. Insgesamt gab es in den 80ern 49 Masters Minicomics, aber auch neuere Figurenserien wie die Origins setzen auf diesen Vintage-Effekt. Am Anfang waren es die Minicomics, weil ohne die Minicomics hätte man die ersten Geschichten nicht für sich im Kinderzimmer so gefunden. Man hat die Minicomics einfach, die hatte man immer bei den Figuren da, und dann hat man sich die Geschichten angeguckt und dementsprechend gespielt. Die Minicomics fand ich schön, aber die haben oft natürlich allein auf der Seitenzahl, diese hatten weniger Masse untergebracht, weniger Story untergebracht. Ich weiß noch damals, das mit dem Minicomic, was du gesagt hast, meine Lieblingsszene, das weiß ich noch. Es war das Minicomic, das die Masken der Macht heißt es. Das haben wir, glaube ich, das habe ich hunderte Mal gelesen, das weiß ich auch noch. Jetzt, wo der Steven das eben gesagt hat, Minicomic, ich weiß zwar nicht mehr, in welcher Figur das drin war, aber das weiß ich. Und da kämpft der He-Man mit dem Fisto gegen zwei so, keine Ahnung, Echsen-Typen, Wolf-Mensch-Typen, keine Ahnung. Ah ja, die kenne ich. Die Masken der Macht heißt das Comic. Ich wollte die mal als Figuren haben. Ja, aber die gibt's nicht. Die gibt's bis heute noch nicht als Figur. Eine andere große Säule im Nostalgietempel deutscher Motoliebhaber bilden die Werbehefte von Mattel Deutschland. Diese Broschüren lagen zunächst noch als Comics mit Figurenübersichten, dann als Masters-Magazine mehrmals pro Jahr gratis im Einzelhandel aus. Hauptbestandteil der Magazine waren die in aufwendigen Dioramen fotografierten, aktuell erhältlichen Spielzeuge, womit meist sogar noch ein spannendes Abenteuer erzählt wurde. Für Mattel Deutschland ein Marketinginstrument von unschätzbarem Wert, denn durch die optisch ansprechende Gestaltung wirkten die Magazine nicht wie ein lästiger Werbekatalog, der nur zum Kauf anregen sollte. Mehr darüber im kostenlosen Masters-Magazin. Jetzt mit dem Abenteuerclub. Hol es dir, da wo es Masters gibt oder bei Mattel. Ich weiß nicht, ob diese Erinnerung stimmt, aber es ist in meinem Kopf ist das die erste Erinnerung an Masters of the Universe, dass ich mit meinen Großeltern in einem Spielzeugladen war.
Ich habe keine Ahnung, ob ich die Masters da im Spielzeugladen gesehen habe oder nicht, aber als wir rausgingen, und da lagen auf dem Bordstein von der Straße lagen quasi lagen mehrere Exemplare des, eines Werbeheftes von Mattel, die wahrscheinlich der Wind da rausgeweht hat oder irgendwer hat es da hingeworfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da eins mitgenommen und habe das von da ab nicht mehr aus der Hand gelegt und habe hier ständig meine Eltern, meine Großeltern genervt, so hier, und dann gab es dann, das hat lange gedauert, gefühlt, aber zu Weihnachten gab es dann die ersten Figuren. Ich meine, das war so 85, 86 ungefähr, da war ich krank. Wie es so ist, wenn man krank ist, liegt man zu Hause im Bett. Und ich habe Besuch bekommen von einem Freund, der mich ein bisschen aufheitern wollte und hat mir eins dieser Werbehefte mitgebracht und hat mir daraus vorgelesen. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt etwas von He-Man gehört habe, mitbekommen habe. Und diese Werbehefte, man sagt zwar Werbehefte, aber die waren ja gefüllt mit Geschichten, die sich Mattel hat ausgedacht. Und das hat mich begeistert. Die hat man immer, jedes Mal, wenn man im Spielzeugladen war, hat man geguckt, gab es ein neues. Da waren dann alle Figuren drin, alle neuen Figuren drin. Man hat dann diese Story gelesen, die hat dann wieder Anreize gegeben zum eigenen Spiel. Und diese vier Sachen, die Verpackungs-, Artworks, Mini-Comics, Europa-Hörspiele und Werbehefte, das war eigentlich so meine Kindheit, weil Filmation-Cartoon, also wir hatten keinen Videorekorder und von daher, ich habe erst 88, dann, als dann der Cartoon auf Tele 5 kam, habe ich dann erst zum ersten Mal He-Man und She-Ra als Cartoon gesehen. In Deutschland konnte man den Cartoon zunächst nur eingeschränkt sehen. Ab 1983 wurden nach und nach nur 21 Folgen auf Video veröffentlicht. Erst ab Januar 1988 strahlte Tele 5 dann immerhin 95 der 130 Episoden im Kabelfernsehen aus. Für viele Kinder waren es daher andere Begleitmedien, die ihr Moto-Universum schufen. Eines davon war die Hörspielserie von Europa. Das meistverkaufte Masters-Begleitmedium hierzulande. 37 hochwertig produzierte Abenteuer mit namhaften Sprechern katapultierten die Fantasie der jungen Zuhörer auf ein neues Niveau. Ich meine, da gab es so viele Folgen und sehr viele gute dabei. Ne? Und wenn ich immer da, irgendwo hinfahre oder daheim nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, dann höre ich die auch heute noch. Das ist auch so ein bisschen so ein Schwelgen in der Erinnerung, in der Kindheit. Das war etwas, was mich einfach gefangen hat. Das ist hat mich auch sehr stark beeinflusst, denke ich. Also das war auch mit so das Größte, noch mehr als die Zeichentrickserie irgendwie. Für mich am prägendsten waren wirklich die Hörspiele. Die habe ich sehr geliebt und liebe sie auch heute noch. Ich höre die Hörspiele immer noch und immer noch mit wachsender Begeisterung. Und das ist für mich einfach wahrscheinlich das Prägendste gewesen, was die Moto-Sachen angeht. Der absolute Wahnsinn, allein was die für eine stimmliche Besetzung hatten und was sich der Herr Francis da für wunderschöne Stories ausgedacht hat, da war das ja alles noch sehr unerforschter Planet. Wir gehen hinaus in den Weinjungle. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir haben keine Ahnung. Nie war ein Mensch dort, nur Skeletor. Und wir gehen auch hin. Die sind bei mir rauf und runter gelaufen, bis das Band gerissen ist, könnte man fast sagen. Die Hörspielserie aus dem Hause Europa. Darauf baut mein kompletter Motokosmos. Also die Hörspiele von Europa, die habe ich früher rauf und runter gehört. Hörspiele habe ich immer gehört. Da muss ich sagen, weniger die He-Man, die hatte ich auch, habe die auch beim Spielen immer gehört. Aber da waren drei Fragezeichen oder sowas doch interessanter für mich, ja. Ich habe ganz viel Tolles von den Europa-Hörspielen gehört und ich, fauler Kerl, habe es mir immer noch nicht angehört, obwohl ich schon Links geschickt bekommen habe, ja. Und allen drum und dran. Ich bin großer Europa-Fan, ich habe ja selbst für Europa schon gesprochen. Ja. Will nicht prahlen, aber ich habe. Und ich weiß, dass das einfach, die produzieren mit unglaublich viel Liebe und ich bin sicher, die haben sie auch mit Liebe definitiv, die sind produziert, super. Denn ich ja. muss die mir anhören. Ich habe aber immer Angst, weil ich nicht so gut im Kanon bin, weil die ja außerhalb von allem stehen. Die haben sich einfach Geschichten ausgedacht zu, ja. zu diesen Figuren, die dann manchmal sogar besser sind als die das stimmt, ja. echten stimmt. Geschichten, ja, ja, oder? Das stimmt, ja, so. Total, ja. Aktuell werden so viele Masters-Produkte veröffentlicht wie seit den 80ern nicht mehr. Mit Masters of the Universe Revelation und He-Man and the Masters of the Universe sind Mitte 2021 zwei neue Zeichentrickserien auf Netflix gestartet, wo 2018 bereits ein Reboot von She-Ra gelaufen war. Was mich schon immer an Moto fasziniert, das ist einfach die unglaubliche Bandbreite an Charakteren. Es ist einfach ganz toll, wie viele verschiedene Figuren, wie viele verschiedene Geschichten es in diesem Universum mittlerweile gibt. Mich fasziniert an Masters so lange,
dass ich lang in mir auch diesen Zauber bis heute halten kann. Also, dass ich einfach auch noch im, ja, ich sag mal, mittleren Alter mit 36 auch einfach noch ein bisschen Kind sein kann. Also erstmal finde ich es krass, dass es immer noch da ist. Und dass die Wirkung dieser Toyline, wie groß die ist, zeigt es ja, dass der Kram von vor 40 Jahren einfach jetzt wieder im Regal steht. Also das ist ja, mehr Anerkennung geht ja gar nicht. Man hat so viel dabei zu entdecken, diese Bandbreite. Und man möchte es nicht glauben, aber es funktioniert auch noch. Dass das alles, dieser Mix irgendwo funktioniert und ein Universum bildet, das ist das Spannende dabei. Es war einfach eine tolle Mixtur, die schon direkt zu Beginn der Toyline halt mit diesen tollen Boxarts auch aufwarten konnte. Also hier Castle Grayskull, wo die ja, das sah mysteriös aus, eine Burg mit Totenschädel und so. Die auch im Spielzeugregal dann da standen und die, aber die waren kunterbunt. Ja. Aber du hast da, jeder hat da einen gefunden direkt, den er cool fand. Und dann halt diese Geschichten, die sie dazu erdacht haben. Shitstorm-Alarm, es waren halt nicht irgendwelche Truppen in weißen Rüstungen. Oh. Ich verbinde mit Master of the Universe oder mit He-Man eben Kindheit. Es war meine Kindheit, Unbeschwertheit, und es hat Spaß gemacht, mit den Figuren zu spielen, mit Leuten sich zu treffen und das zu, durchzuspielen, was man so machen kann. Die Cartoons waren super. Es hat die Zeit vom Fernseher, wo man sich dann hingesetzt hat aufs Sofa oder mit Freunden zusammen, mit Geschwistern zusammen, sich die Cartoons angeschaut hat. Ich würde sagen, es ist einfach eine unbeschwerte Zeit gewesen. Das will man sich irgendwie zurückholen oder erhalten. Und eben dieses Gefühl, von Kindheit sich zu bewahren. Gut, das mache ich jetzt wirklich sehr stark, klar. Ja, vielleicht gibt uns das auch das Gefühl, wieder ein bisschen jünger zu sein. Kind zu sein. Kind zu sein, ja. Zum einen natürlich die Nostalgie heute noch von damals. Ich war noch jung in der Zeit. Ich muss es nochmal wieder betonen, Janis. Ja, ja. Ich war noch jung in der Zeit. Ah, jetzt nochmal, ist gut. Ja, Masters ist halt vielseitig. Masters hat keine Grenzen, setzt der Fantasie keine Grenzen. Und das im Zusammenhang mit den Hörspielen, mit diesen wirklich genialen Figuren, gerade die Vintage-Figuren oder jetzt auch die Origins, die denen ja sehr, sehr nahe kommen. Es hat für mich einen Kosmos, der mich einfach nicht mehr loslässt. Zum anderen mag ich einfach die Welt von Eternia sehr. Also dieses ganze Universum von Masters of the Universe mag ich einfach sehr, weil das Setting mir extrem gefällt. Ich mag die Mischung aus Technologie, Magie und dieses bisschen Mittelalter ist es ja nicht, ist ja noch früher quasi, also ist ja schon Bronzezeit oder was? Ja, also diese ganze Mischung da von verschiedenen Welten, die sie zusammengepackt haben in ein Universum, und das macht mir einfach Spaß. Das finde ich gut. Deshalb gefällt mir bei Revelations sehr gut, wo sie es jetzt auf die Spitze getrieben haben sogar noch, ist bei der He-Man and the Masters of the Universe Serie, die für die Kids jetzt neu auf Netflix ist. Da haben sie es nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Und das finde ich, ich mag das einfach sehr. Ich mag diesen Mix aus Mythologie und Technologie einfach sehr. So. Das triggert dich? Ja, es triggert mich. Mich triggern die Figuren hauptsächlich, besonders die Katzen. Und speziell, also je mehr ich von den Classics sehe, desto mehr Bock habe ich auf die. Aber es liegt auch daran, dass ich die Four Horsemen so liebe. Ja. Also ich bleib dabei. Ja. Ich finde die super schön. Letztendlich ist es mit Sicherheit die Nostalgie. Einfach das gute Gefühl, das man kriegt, wenn man an He-Man denkt, wenn ich mir meine Figuren anschaue, wenn ich die Karten hinter mir sehe, dann kriegt man einfach wieder das Gefühl zurück, wenn man als Kind in einem Laden steht, deshalb sammle ich, denke ich, auch original verpackt, um einfach dieses Ladenfeeling aus den 80ern wieder zu bekommen. Mit diesen gigantischen Wänden voller Toys und einfach diese Karte mit den roten explodierenden Steinen vor dem blauen Hintergrund, das hat sich einfach in mein Gehirn eingebrannt. Ich finde es cool, ich finde den Kanon, der sich daraus entwickelt hat, und dass jeder sich die Quelle sucht, die ihm am besten gefällt. Wenn du die Cartoonserie schön fandest oder wenn du das Hörspiel schön fandest oder wenn du die Comics mochtest oder die Sekundärliteratur, die es dazu gab. Jeder sucht sich das, was ihm gefällt, und das ist wie bei Star Wars. Und das finde ich ganz cool, wie komplex die ganze Sache geworden ist. Ja. So. Ja, was triggert mich? Die wunderbaren Designs der Charaktere, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache. Und ich habe halt nie aufgehört, He-Man gut zu finden. Deswegen gibt es da nicht mal so einen speziellen Trigger, sondern eben die Gesamtheit dieses Dinges, dass es das halt schon seit so vielen Jahren gibt und seit so vielen Jahren erfolgreich ist und seit so vielen Jahren einfach so viele Fans zusammenbringt auch. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Sobald man
eine Figur in die Hand nimmt, ist man wieder komplett woanders. Man blendet alles andere aus, ist nur noch mit dieser Figur alleine in dem Prinzip, in dem Moment auf jeden Fall für ein paar Sekunden. Und man erinnert sich zurück, wie man halt ein kleiner Steppke war und im Kinderzimmer auf dem Boden gesessen hat oder im Garten mit Freunden gespielt hat und Spaß hatte. Das ist immer noch so. Ich finde es großartig, wie viele tolle Menschen ich in den letzten Monaten und Jahren kennenlernen durfte durch die verschiedenen Events, zum Beispiel GrayskullCon, durch Internetauftritte, Instagram, Foren wie Planet Eternia. Und das ist einfach das, was ich so toll an Motu finde, dass es einfach eine tolle Community hinter sich hat, die stark miteinander vernetzt ist und sehr viel dieses Franchise lebt und einfach das toll findet. Und mich triggert das, dass einfach das immer da ist. Es ist einfach was Tolles. Es ist für mich Kindheit und eine kleine Reise zurück. Aber trotzdem erfindet sich es immer wieder ein bisschen neu und bleibt nicht stehen. Ich bin jetzt gerade mehr oder weniger so dabei, zu denken, dass es jetzt gerade erst richtig anfängt, wieder hochzukommen. Gerade durch Revelations, Planet Eternia wird auch immer größer, immer mehr User, immer mehr Klicks auf YouTube, immer mehr Season in sozialen Netzwerken. Also ich denke, da sind wir jetzt gerade erstmal am Anfang von irgendwas ziemlich Großem. Mit Nostalgie ist es so, das ist ein Ort, an dem du dich wohlfühlst, weil du das bekommst, was du kennst. Ja. Und ich finde es aber ganz schön, wenn ich auch mal ein bisschen was anderes zu sehen bekomme oder wenn sich Sachen weiterentwickeln. Ja. Und darum hat mir Revelations ganz gut gefallen, aber ich bin auch kein Hardcore-Fan. Ich bin jetzt auch nicht mit den alten Sachen richtig firm. Von daher sollte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und einfach sagen, es prägt mich jetzt mehr, als es mich als Kind geprägt hat. Oh, sehr schöne Antwort. Gerade, man muss nicht sagen, in der heutigen Zeit, überhaupt, wenn man erwachsen wird, kommt immer der Punkt, wo man drüber nachdenkt, okay, wie viel Kindheit gebe ich jetzt her, wie viel verliere ich und wie erwachsen will ich sein? Und dieser Moment, sich immer wieder an diese schönen Momente im Leben zurückzuerinnern, der ist bei manchen halt mehr ausgeprägt, bei manchen weniger. Und bei einigen wird es halt zum Hobby. Es ist, denke ich, bei vielen Leuten, die heute ihre Kinderspielzeuge sammeln, ist es so, dieses Zurückerinnern an diese oft unbeschwerte Kindheit. Ja. Du erinnerst dich dann an deine Kindheit zurück und dann kommt automatisch so, oh, ich habe mit He-Man gespielt, ich habe Mickey Mouse gelesen, ich habe damit gespielt, ich habe den Cartoon geguckt. Und diese Nostalgiegefühle, die du hast, wenn du als Erwachsener dann nochmal da zurückgehst, das ist, glaube ich, ein ganz großes Element, warum viele Leute hier so Sachen sammeln oder warum sie sich gerne an diese Sachen zurückerinnern. Deswegen finde ich wahrscheinlich auch die Origins so gut, weil die genau auf dieses Gefühl anspielen. Das ist letztendlich genau das, was mir an He-Man so gefällt. Ich bin aber auch offen für neue Dinge, wie den Masters of the Universe Revelation Cartoon, für die Mondo-Figuren, für allerlei neue Konzepte, aber wenn ich es runterbrechen würde, würde ich doch immer wieder auf die Vintage-Figuren, auf das Design, auch wenn es einfacher ist, zurückkehren. Im Einzelhandel hat alleine Mattel mit den Masters of the Universe Origins, den Eternia Minis, Spielzeugen zu beiden Cartoons und den Mega Constructs Klemmbausteinen nicht weniger als 5 Toylines am Start. Dazu kommen unzählige Begleitprodukte der Lizenzfirmen. Und es sind nicht nur die ursprünglichen Fans der Vintage-Reihe, die sich davon angesprochen fühlen. Auch jüngere Erwachsene, die die Originale damals verpasst haben, und viele Kinder entdecken die Welt von Eternia gerade für sich. Ich glaube, dass Mattel gerade eigentlich fast alles schon richtig macht, um die Weichen darzustellen. Bei Star Wars gibt es mittlerweile schon verschiedene Generationen, die wirklich Fans sind. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte, die angegangen werden müssen, die versucht werden muss, umzusetzen. Ja, ja, der Masters of the Universe Rollator sollte auch bald auf den Markt kommen. Ich finde es dafür, dass He-Man so alt ist, eigentlich schon modern. Also Netflix kann vielleicht noch ein paar andere Serien von He-Man. Ja, ich warte immer noch auf so einen Kinofilm. Ich dachte, da kommt mal ein Kinofilm. So ein Film muss auf jeden Fall sein. Ein guter Film. Da werden die Leute auch in 10 Jahren noch drüber sprechen.
feiern wir gemeinsam, dass Prince Adam auch nach fast 40 Jahren nicht müde wird, sich unter dem gleißenden Licht greller Blitze in den mächtigen He-Man zu verwandeln und sich in den Sattel seines treuen Kampftigers zu schwingen. Das ist die Toyline. Wenn man von der einen Toyline spricht, redet man von He-Man. Dann unterhältst du dich über die Momente, wann hast du welche Figur geschenkt bekommen oder ah ja, cool, den hatten wir als Kinder auch. Oh, den hatten wir nie als Kinder, den wollten wir immer mal haben. Und wenn sie so einen Weg finden, kannst du das Ding noch... Also sie sehen nach 40 Jahren stehen immer so gut da wie fast noch nie. Das kannst du auch anscheinend, kannst du wahrscheinlich nochmal 40 Jahre so machen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der neuen Generation sein wird, die mit den aktuellen Cartoons groß wird, wie die dann in ein paar Jahren darüber sprechen werden, wenn die es auch so geprägt hat. Ich glaube, denen wird es genauso gehen. Ich finde, man sollte halt immer dafür sorgen, dass man in jeglicher Generation das Schwert weitergeben kann. Es ist einfach so viel da, auch die neue Zeichentrickserie oder die neue She-Ra-Serie. Es ist so viel da. Jeder kann im Prinzip seine eigene Geschmacksrichtung von He-Man bekommen und das macht das aus. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass es die Masters auch noch viele, viele weitere Jahre geben wird. Da bin ich überzeugt. Immer wieder hörte man dabei diesen einen Satz. Magische Worte, die auch heute noch jeder kennt und die nach fast 40 Jahren nachhallen wie ein Donnerschlag. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir haben die Kraft.